FCA-Profi Markus Vollner geht fremd. Beim Surfclub Augsburg hat sich der FCA-Arounder im Stand-Up-Paddling ausprobiert. Am Anfang noch ein wenig wackelig, doch schon nach kurzer Zeit macht Markus eine äußerst gute Figur auf dem Sub. Die erste Schwierigkeit ist natürlich dann aufs Board zu kommen, ohne nass zu werden. Dann hatte ich natürlich ein bisschen breiteres Board, das Gleichgewicht zu halten, war auf meinem relativ einfach. Aber ich habe dann ja ein anderes probiert, das ein bisschen schneller ist. Da ist es dann schon ein bisschen schwieriger. Das hat man ja dann auch gesehen. Nee, es macht wahnsinnig viel Spaß und wie gesagt, da mal so ein bisschen rumzupaddeln und sehr idyllisch dann auch. Also sehr beruhigend, war schön. Unter der Anleitung von Doris und der Jugendeskorte Janina und Neil ging es dann an der Lechtau-Stufe vorbei. Ende ist er dann aber doch noch ein bisschen übermütig geworden. Oder gibt's beim Yoga jetzt auch den umfallenden Kopfstand? Jetzt bin ich fertig. Das Wasser hat es Markus auf jeden Fall angetan. Da wurde nach dem Paddling direkt noch eine Runde Kanufahren mit Töchterchen Nala eingelegt. Und der Hang-Loose-Cruise für echte Wassersportler wurde unserem FCA-Profi natürlich auch beigebracht. Also ein rundum gelungenes Erlebnis. Das fanden auch die Mitglieder des Surfclubs. Es ist schon immer gut, wenn man mal neue Erfahrungen sammelt und einen Horizont erweitert. Und also wir hatten Spaß, ja, dass der Markus da war und haben uns gefreut und würden es empfehlen, dass er es weitermacht. Und was sagt Markus Vollner? Wird das sportliche Fremdgehen jetzt zur Gewohnheit? Ich kann mir das schon vorstellen, dass ich das dann mal in meiner Freizeit oder auch im Urlaub dann mal versuchen werde, weil es einfach Spaß macht, mal ein bisschen rauszupaddeln, was man alles sieht dann auch im Wasser, weil es ja sehr klar ist. Also es hat Spaß gemacht. Ich habe auch schon Wakeboard versucht, auch hier in der Nähe, aber das hat auch nicht geklappt. Also das ist so, ich probiere das schon, wenn ich Bock drauf habe und mal was Neues dann kennenzulernen. Eigentlich, da bin ich schon offen für und probiere das dann auch aus. Wir finden eine richtig gute Entscheidung, solange er dann doch wieder zu dem zurückkehrt, was er am besten kann, dem Fußballspielen.